Habe ich es eigentlich am Anfang? Ich weiß gar nicht, ob ich es falsch gemacht habe. Ich gucke mir mal kurz die Schalter an. Das ist Sonnenblume und normale Blume. Okay, suchen wir mal nach Hinweisen. Hinweise werden gesucht. Die sind doch bestimmt wieder an dieser Wand. Hier sieht ja eine Sonnenblume eindeutig. Also wird die Sonnenblume wohl richtig sein, oder? Der lebt noch, der Junge, oder? Ist das der, der stöhnt? Also muss ich mich entscheiden, ob ich ihn oder mich töte? Aber war das eigentlich im vorigen Raum auch schon so, dass da Stachel am Boden waren? Okay, ich entscheide mich jetzt für die Sonnenblume. Okay, es hat ihn erwischt und nicht mich. Das ist schon mal gut. So, jetzt die Blutspur zieht sich wieder nach draußen. Okay. Ja, die geht diesmal da rein. Jetzt, jetzt habe ich also drei Blutspuren, die sich miteinander verbinden. Und jetzt will ich mal hier gucken. Oh, ich hätte ja tatsächlich mich selber hier auch töten können. Oh, das ist nicht cool. Aber ich finde die Passage hier richtig geil mit den Rätseln. Gefällt mir. Gefällt mir echt sehr gut. Und jetzt das letzte Rätsel kriegen wir auch noch hin. Es ist ja gar nicht so schwer, muss ich gerade einsehen. So, erstmal gucken wir hier, was wir für Schalter haben. Oh Gott. Einmal eine Zelle, die so rumgeht. Und die hat keinen Schweif, glaube ich. Und die hier hat so einen Schweif. Okay, die sehen sich ja jetzt ein bisschen sehr ähnlich. Gucken wir mal, was hier zu hören ist. Erste Symptome, stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung, gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Okay, das klingt ein bisschen verrückt. Klingt ein bisschen wieder nach Outlast. So à la, ich wollte was machen, hab's aber nicht geschafft. So, Moment, was ist es denn nun? Das hier sind auf jeden Fall, da unten ist das mit dem Schweif. Das ist die Hirnzelle mit dem Schweif. Also wird's wohl die Hirnzelle mit dem Schweif auch sein. Also hier versucht irgendjemand mit Gehirn mal wieder zu operieren. Naja, operieren ist das nicht wirklich. Also ich nehme jetzt die Gehirnzelle mit dem Schweif, aber wollte mich hier kurz nochmal umsehen. Okay, wir nehmen die Gehirnzelle mit dem Schweif. Das ist diesmal diese Seite. Weh dem, das ist falsch, weh dem, das ist falsch, weh dem, das ist falsch. Ha, ich lebe noch. Tja, damit haben wir mal wieder bewiesen, ich kann Rätsel gut lösen. Dann muss ich auch sagen, das Rätsel war jetzt nicht so schwer. Und dadurch, dass das jetzt hier alles hinfließt, öffnet sich eine Tür. Oder kann ich hier durchgehen? Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Alles klar. Es war ein bisschen verstörend. Aber gut, gehen wir da mal rein. Weh dem, da ist jetzt eine Überraschung drin. Surprise! Tod. Es sieht hier gar nicht gut aus. Es gefällt mir nicht. Solche engen Gänge gefallen mir nie. So, hier kriegen wir zur Belohnung schon mal was. Könnte mal wieder gespeichert werden vielleicht? Das wäre ganz cool irgendwie. Wurde jetzt schon länger nicht mehr. Aber gut, wir gehen mal einfach weiter. Warte, da war doch was. Da sitzt doch wer, da liegt doch wer. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Oh Gott, was war das? Mein Kopf fühlt sich an,
an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Okay. Joseph! Irgendwas haben die mit dem gemacht. Partner heilen. Lehrkraft heilen. Partner heilen. Ah, okay. Dann heilen wir dich mal. Schon viel besser. Wie jetzt, was? Was habe ich denn gemacht? Ich habe es gar nicht gesehen, was ich gemacht habe. Alter, jetzt habe ich echt einen Partner? Wie geil und wie gleichzeitig belastend. Jetzt muss ich auf zwei Leute gleichzeitig aufpassen. Oh nee, oh nee, das ist das, oh nee, oh nee, oh nee. Kommst du eigentlich mit? Hey, kommst du mit? Aber ich finde es schön, ich bin nicht mehr alleine. Ich hätte zwar lieber Nicole Kidman gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie sie wirklich heißt. Ich habe es vergessen. Ich glaube, sie hieß wirklich Nicole. Ja, komm. Kommst du mit? Hallo? Kommst du mit? Ja. Einmal husten und Waffe in der Hand haben. Alles klar. Okay, so funktioniert das bei mir auch immer. So, wehe dem, jetzt kommt hier eine Zombie-Schar, wo wir uns jetzt durchmetzeln müssen. Also, der bin ich jetzt nicht bereit für. Kommst du mit? Ja, du kommst mit. Du bist der schwarze Schatten, der mich verfolgt. Okay, komm mit. Komm einfach mit. Okay, hier ist eine Öle. Was ist hier? Hallo? Hallo? Ich will eigentlich nicht reingehen. Nee, ich habe gar keinen Bock da reinzugehen. Okay, der steht schon mal da sicher, dann geht's wohl da auch weiter. Gut, dann können wir hier einfach reingehen, ohne nachzudenken. Und? Ich höre nichts. Ich dachte schon, ich höre... Warte mal. Ich soll jetzt hier jeden Schrank aufmachen? Da ist doch bestimmt irgendwer drinne. Komm schon. Ja, das war ja zu erwarten. Verbrenn den mal lieber gleich. Ehe der wieder aufsteht. Könnte das bitte... Also bitte, das war zu vorhersehbar. Ah, Munition. Liebe Leute, das war echt zu vorhersehbar. Da müsste mich schon ein bisschen Wasser schocken. Das gefällt mir natürlich auch. Ich weiß zwar nicht, warum wir mit dieser Schlotze rum operieren können. Weil wir machen da ja irgendwie was mit unserem eigenen Gehirn, glaube ich. Oh ja, richtig geil. Richtig geil. Ja, so gefällt mir das. Oh ja, noch mehr Munition. Ja, stopf mich einfach voll damit. Oh, wie geil. Ja, Mann. Können wir hier noch reingucken? Nichts weiter. Okay, das heißt, es beginnt gleich ein Massaker. Ein richtig geiles Massaker. Da bin ich voll für bereit. Ja, komm. Joseph und ich klappen uns jetzt hier durch. Was stehst du so vor der Tür, Junge? Ist dir kalt? Okay. Wir hören's schon. Die Leute werden kommen. Hallo? Ich genieße gerade nur den Sound der Zombies. Ich hab da schon einen Schatten gesehen, ja? Ich hab das schon gesehen, ja? Ich hab das schon gesehen. Schießt der jetzt einfach drauf? Warte mal, hat die mich schon gesehen? Ich glaube, sie hat mich gesehen. Sie kommt! Au! Halt die Augen auf. Ja klar, ich halte die Augen offen. Ja, Mann! Mann! Bist du okay? Ich bin nicht okay, Junge! Geh weg! Okay, komm, lass uns hier einfach zurückgehen. Komm, lass uns zurückgehen. Und die ran. Lass uns hier rankommen lassen. Ja, Mann! Brennt in der Hölle! Ihr Scheißviecher! Brennt einfach alle! Brennt einfach, hab ich gesagt. Jawohl, das war geil. Das hat mir sehr gefallen. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder okay. Ich hab mir mal schnell eine Spritze verabreicht. Oh ja, wie geil war das denn? Zur Belohnung kriege ich sogar noch was. Moment, wartet mal, das war's? Das war's? Ehrlich? Das war's? Also ehrlich, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich habe so ein bisschen mehr erwartet jetzt von euch. Also nicht von euch, sondern von den Zombies. Aber okay, okay. Wir sind hier gut durch, glaube ich.
Wartet noch was auf uns? Nö? Okay. Ich musste fast keine Munition verschwenden. Eigentlich hätte ich gar keine Munition verschwenden müssen. Aber ich dachte mir, ich schieß einfach. Du kannst um die Ecke kommen, Junge. Hier ist nichts mehr. Komm. Komm um die Ecke, Junge. Hier ist nichts mehr. Ich schwör's dir. Hier ist wirklich nichts mehr. Hier ist alles gut. Mann, hau den Schrank ein. Du sollst den Schrank einhauen. Es geht doch. Man muss nur bitte sagen. Und dann schafft er das auch. Kommst du jetzt mal? Sag mal, Joseph, was bist du denn für eine Pussy? Und wer macht hier schon wieder Krach? Ich glaube, das bin ich selber. Joseph, jetzt komm. Komm, Joseph. Hier ist niemand mehr. Kommst du jetzt mal? Geht doch. Danke, Joseph. Danke, wirklich, ey. Du brauchst mal wieder viel zu lange. Wisst ihr, und das ist richtig kacke, wenn man einen Sidekick hat. Man muss immer auf einen aufpassen. Hallo? Kann ich dich abbrennen? Alles klar, tschüss. Ich werf das zwar auf den Boden und brenne damit jemanden ab, der da sich erhangen hat, aber okay. Das ist, weiß ich auch noch nicht genau, was das ist. Das ist Spiellogik, glaube ich. Das muss so. Jetzt hinterfrag das doch nicht noch. Mann! Lass mich doch alle mal in Ruhe! Ich dachte gerade, Joseph wird schon wieder angegriffen. Ey, das würde ich nicht schön finden, wenn der sich alleine ohne mich kloppt. Aber steht ihm natürlich frei, das zu tun. So, befindet sich hier irgendwas Cooles noch drin? Scheren. Sag mal! So sieht das überhaupt nicht aus im Krankenhaus. Hier hängen nicht Scheren über Scheren. Nein! Das ist völlig falsch! Wer erzählt euch immer diesen Müll? Also bitte! Joseph, stehst du hier wieder so stalkerhaft vor der Tür? Und hast dich nicht reingetraut? Joseph! Warum finde ich Joseph eigentlich zuerst? Ach Mann, Joseph, warum bist du so? Ich find's aber gut, dass ich dich heilen kann. Das heißt, wir werden vielleicht noch länger miteinander in einer Apokalypse sein. Joseph, wie gefällt dir das? Okay, du guckst gerade nicht sehr überzeugt davon. Aber gut, ich kann damit leben. Ich kann damit leben, wenn du mich zurückweist. Ist okay. Joseph, kommst du jetzt mal? Ach man, Joseph. Was soll das, Joseph? Warum lässt du dir so lange Zeit? Was ist hier los? Was ist das denn schon wieder? Das sieht nicht gut aus. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Hey, wehe! Wehe, du jagst dich jetzt selber in die Luft. Joseph! 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 Danke, Joseph. Ich hab gedacht, du jagst dich jetzt selber in die Luft. Das wäre echt der kürzeste Auftritt eines Sidekicks gewesen, den man sich vorstellen kann. Aber gut, wir haben ja am Anfang, glaube ich, erfahren, dass du so ein Entschärfungsspezialist bist. Okay, Joseph, wir können vorgehen. Hier ist nichts hinter. Warum wieder so eine Zwischensequenz? Was ist das für ein Geräusch? Das wäre irgendein Gerät. Hey, Joseph. Du enttäuscht mich. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Joseph, das war nicht cool. Das war überhaupt nicht cool, okay? Das nächste Mal machst du sowas nicht! Mir geht's gut, keine Sorge. Okay, wenn du das sagst. Okay. Joseph. Joseph. Joseph!
Mach nicht so einen Scheiß! Mach nicht so einen Scheiß mit mir! Joseph, komm jetzt nach! Joseph! Kommst du? Joseph, es gibt gleich kein Essen mehr! Joseph! Jetzt komm doch bitte! Ich habe mich gerade so an deine Existenz gewöhnt! Jetzt komm! Joseph! Kommst du jetzt? Joseph? Hallo? Och Mann! Joseph, warum enttäuscht du mich so? Oder waren die Macher einfach nur zu faul, zu animieren, dass du hier hochkletterst? Ah, ja, das ist doch gut. Das ist mein Joseph. Ja, das ist mein Joseph. Ja, das ist mein Joseph. Ja, Joseph, danke. So, was haben wir denn hier? Ah, okay, das heißt nichts Gutes. Aber ich kann hier speichern. Das klingt gut. Wir müssen weiter. Ja, Joseph, ich gehe mal kurz hier rein, ja? Kommen wir gleich wieder raus, ja? Du musst da nicht mitkommen. Aber hier passiert gleich was Cooles drin, ja? Also, du wartest vor der Tür? Danke. Haben wir noch weiter was hier? Ach, hallo, Frau Krankenschwester. Ich komme mal zu Ihnen wieder. Ohne Joseph. Denke ich? Ja, ohne Joseph.